Servus zusammen. Du bist irgendwie ganz schön unscharf. Ja, das liegt daran, dass ich halt auch spät ins Bett bin. Noch was von unscharf. Oder? Ja, vielleicht, also weg auf vielleicht muss man das ja manuell die machen. Vielleicht muss man das auch, vielleicht kann man das ja auch mit dieser riesen Kamera, vielleicht müsstest du da weiter weg sitzen. Und da könnte man ja sagen, man fängt das Video anders an. Als Überlegung. So, was ist an den Gasten jetzt? Einen Servus zusammen, einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen wünsche ich euch. Und zwar, ich bin nicht sauer bei René. Wir sind halt beim René Flugrad. Und wir haben ja für Marco, haben uns gesagt, wir machen alles mit Zapfen und Zapfenlochverbindung. Haben wir gesagt, machen wir es. Da müssen wir ja die Säulen auch noch stemmen, Digga. Was? Die Säulen stemmen? Na, die Säulen, die. Ach so, na eben. Oh ja, ich kann nicht Dach. Auf jeden Fall wollen wir euch heute zeigen, wie die Maffel-Zapfenschneider funktioniert. Ein sehr, sehr geiles Gerät. Und ja, wir wollten ja diesen schmalen Grat schaffen zu dem Abbund-System, was wir jetzt haben. Und hier beim René ist immer tatsächlich so, dass er selber abbindet. Bis auf Binderdachstühle. Ansonsten, wir gehen jetzt mal rein. Ich guck mal, also wer weiß, dass wir kommen. Aber wir, ja. Und außerdem hatte ich keine Zeitung gehabt von Post. Post vor. Servus! So, wir wollen. Oh, hier steht ja nur geile Kiste rum. Was ist denn hier los, René? Das hasse ich ja wie die Pest war. Da könnte ich reinschlagen, wenn er aufs Auto schmiert. Ich nicht. So, bitte. Kunde, alles gut. Nee, alles gut. Moin! Moin, ich bin Praktikant. Ja! Sag mal, wie alt? 15. Auch Sohn genannt. Stell das sich an? Macht. Das ist auch Sinn. Da muss er ja, sonst gibt es keinen Anbruch. Denkst du? Auch einer, der keine Zukunft hat, sagst du. Hey, wir haben unseren Hänger mitgebracht. Ein Hänger? Ich habe auch einen Hänger in der Hose, keine Angst. Und wir haben die Säulen, also wir haben die Kuppe noch nicht geschnitten, also wir haben die grobe Fläche geschnitten, die 10 Stück. Das sollen wir eine Kraule machen, weil es für mich erstmal sauberer ist und weil ich mir noch keine leisten kann. Gibt's doch gerade nicht, ich habe gesucht, es gibt keine. Ich habe ja Kleinanzeigen gesucht. Nein, neu kaufen. Ja, aber wo? Bei HD Dresden, ja, das wird es wahrscheinlich geben, aber mittlerweile hast du ja, wir warten ja schon seit voriges Jahr. Mitte voriges Jahr auf unsere neue Abrichter, unsere neue Dingmuppe. Mitte voriges Jahr. Wollen wir das Thema mal anzetteln? Ich weiß gar nicht, ob wir es machen wollen. Wollen wir das Thema mal anzetteln? Wie gerade der aktuelle Bauer? Boom oder nicht Bauboom vonstatten läuft oder wie gerade die Pro. Noch haben wir einen Überhang. Ja. Was schätzt du jetzt? Wie lange geht das noch? René ist derjenige, der fachlich besser ist als ich. Deutlich besser ist als ich. Echt? Ja. Habe ich auch. Ich sage das auch gerne, weil es ist ja so, du hast vom fachlichen zimmerertechnisch viel, viel mehr Wind. Gut, er ist auch 2 Jahre länger im Geschäft als ich. René ist jemand, der keine Probleme sieht, sondern immer Lösungen sucht. Genau. Das ist, glaube ich, das Wichtige, was viele eben nicht suchen. Wobei ich der Meinung bin, uns verstehen ja sowieso nicht viele als Charakter oder als Mensch. Entweder man liebt uns oder man hasst uns. Es gibt nur die beiden Sachen. Denkst du? Na, bei mir auf jeden Fall. Bei dir ist es noch relativ human. Gibt es mehr Hass aber? Ich denke tatsächlich, dass es 50-50 bei mir ist. Und ich bin auch echt stolz drüber. Weißt du warum? Weil die anderen 50, die ich nicht leiden können, die sprechen ja trotzdem über dich. Wir können ja nicht allen gefallen. So, naja, wir holen jetzt einen Stapel, nehmen das weg, fahrt euer Auto rum, ja. Dann schreiten wir zur Tat. Ja? Genau. Genau. Aber René, das ist aber eine wunderschöne Absauganlage. Ja, Zentralabsauge. Jetzt mal kurz, dumme Frage. Die hast du schon seit vorhin, ja, warum hast du die nicht? Ja. Warum nicht? Weil ich meine Brikettpresse noch händisch befülle. Und so, wenn die drauf ist, geht das nicht mehr. Ah. Ich habe noch Überhang an trockenen Spänen. Ah, das haben wir gerade tatsächlich nicht. Aber das ist ein bisschen frisch, meine René, oder? Ja, Arbeit ist die Wärmestärke. Wie die alten immer, wa? Bist du zufrieden mit dem letzten Jahr? Ja, oder? Ja. Aber du bist eigentlich immer zufrieden? Ich kann nicht mehr. Bitte.
dir mal sagen, ohne dass es jetzt komisch klingt, wenn wir jetzt in diese Halle kommen, ist auf jeden Fall immer gemütlich. Aber das ist, dieses, was wir jetzt haben, das ist so, immer ist das so witzig, obwohl das riesig ist. Weißt du, was ich meine? Das reicht hier für drei Leute in der Zimmerei völlig aus, die Größe. Macht zwei Uhr. Hat man so viel? Nö, eigentlich brauchst du das. Ja, die sollen auch alle einen Kragenschnitt. Nee, oder? Doch, das ist unten egal. Unten ja. Da oben haben wir eine kleine, wir haben ja oben eine kleine Schräge. Ja. Wir kriegen jetzt tatsächlich wieder über SEMA wieder was, naja, liebevoll. Muss aber auch jemand bedienen. Das habe ich aber, ich habe das nur mit SEMA gelernt. In der Meisterschule. Egal welches du hattest, die sind im Grund alle gleich. Im Grund sind die alle gleich. Ja, wenn du das so siehst. Ja, aber das war völlig Zahlen auf das Ding. Das haben die anderen ja auch nur. Naja, auf SEMA fand ich ein bisschen. Ich fand SEMA übersichtlicher. Ja, übersichtlicher. Also, muss nicht so, also ich muss, das muss nicht unbedingt. Meine Meinung muss da jetzt nicht richtig sein. Weil. Also soll ich jetzt mal gucken, wie viel Grad. Genau, und deswegen würde ich das gerne. Weil das der Unterschied zu wenig ist. Das ist das schwierig, sag ich mal. Aber auch mit den Winkeln immer richtig zu machen. Ne? Ja, na klar. Aber warum du das so konstruieren, dass du da so schräg hast? Hätte das kann ich dir erklären, weißt du? Wenn noch Geld und in die Sparen muss eine Klaue rein, das wäre dafür einfacher gewesen, oder? Ich habe so viel Materialsparende gearbeitet. Sonst habe ich wieder zwei Fetten. Drei unterschiedliche Fettenhöhen, wa? Damit. Die Fette läuft doch übertrieben so. Ja? Ach, so lang geht es zur Fälle. Ja, na gut, dann ist es ja. Weil dann hast du eine Seite Topman kürzer, eine länger. Meine Güte. Jetzt verstehst du es auch, ja. Vielleicht habe ich mich auch schlecht ausgedrückt. Ja, ich hatte gedacht, dass du das übertrieben so eingestellt hast, dass du keine Klaue drauf hast, dass der Sparm flächig wird. Hatte ich gedacht. Das war so konzipiert. Ich wurde dann gedacht, ja, meine Fresse, aber. Das wäre doch viel einfacher gewesen, oder nicht? Glaube, nee, der Sparm tatsächlich. So, ja. Ja, ja. Alles gut. Und ich hatte gedacht, du hast das so stehen. Weißt du, dass der Sparm gerade irgendwie. Gut, da haben wir uns falsch verstanden. Jetzt sind wir ab und sagen wir uns mal. Und du willst mal zuhören, ja? Oder wie? Oder was? Der ist noch emotionslos. Ja, das ist oder wie? Das ist von der Schule aus. Du und Jogging heute? Austrian sind wir asozial. Na hier? Guckst du TikTok mal? Vernünftig, ja. Lieber Fachteil. Ist lieber Fachteil. Guck mal. Nee, aber ansonsten, das ist das da hinten, das Corpus Delicti. Der René kann das auch extrem geil erklären. Aha. Und wir hatten ja ab und zu mit Zahlen und mich. Und das ist auch, glaube ich, ganz gut, damit die Leute mal zukriegen, warum, wieso, weshalb. Wir reden ja, wir können den René nachher nochmal fragen, aber ich glaube, wir reden ja ungefähr von 25. Was, Zentimeter? 1000 Euro. Aha. Diese Maschine. Die ist teuer. Aber was ist denn heute da nicht teuer? Und was macht die? Zapfen an unsere Säulen und uns Kopf noch anschneiden. Aha. Staying alive. Ah, ah, ah. Säulen hast du ausdrucken, Nero? Sind die alle gleich lang erstmal? Nee. Wollen wir sie erst zapfen und dann ablenken? Können wir auch. Dann gehen wir auch nochmal. Sind wir entspannter wahrscheinlich, oder? Und wir haben die ja lange genug verlassen, das ist kein Thema. Okay. Zieh mal dran. So, was ist? Ist mir völlig. Viel? Oh! Nee, hier nach dort. Achso. Das ist zu viel. Achso, jetzt verstehe ich's. Hier stellt man die Gradzahl ein. Du musst nicht bis da durch. Nein. Achso, das ist 1,3 ungefähr. Ah, warte mal. Aber ungefähr. Na, das ist 1,4. Jetzt ist 1,25. Gut. Passt! Also wir haben auch fast zu weit, dass er kein Zimmermann wird. Ja? Nee. Ja, wie ist es denn die? Pass auf, das wird ja immer verlangt. Du musst das, pass auf, ganz wichtig. Jetzt lernt er was fürs Leben. Lass mal auf den Bock hast. Genau. Alles andere lass bitte. Lass das bitte. Du wirst unglücklich. So. Hast du zu Hause einen Hof? Hat einen Vater. Musst du so auswählen, so habe ich das ausgewählt. Welche Gewerke haben wir? In der Verwandtschaft? Zimmermann haben wir noch nicht, also ins Leben. Jetzt sind Sie dran.
Und jetzt? Wolltest du was sagen jetzt? René, jetzt schau, hier steht, wie du das einstellst. Z1. Z2 ist die Zapfenstärke. Hm. Vierer. Wie immer. Wollen wir Bordzapfen machen mit 6 cm? Z1 ist dann 5. Das ist obwohl 5 cm. Z2 auch, weil man könnte ja theoretisch auch mit ungleichmäßigen Hölzern arbeiten. Z2 ist 4, der Rest ergibt sich. Na, mach wir mal. Haben ja zwischendurch mal gesprochen, 25 mittlerweile war in der Maschine. Keine Ahnung. Sie ist da. Mittlerweile wahrscheinlich das Doppelte. Nein. Guck mal rein, Carsten. Ich wollte jetzt unsere Kamera mal ein bisschen... Oh, Carsten, weißt du? Großartig. Wenigstens ein bisschen, dass du was siehst. Das ist geil. Ja, das ist aber eine Beleuchtung auch schlecht. René, aber du sparst Ressourcen, finde ich wirklich gut. Denkst du? Nee, aber ja, könntest du ja so sagen. Also nehme ich jetzt einfach hier hoch und sage, Jürgen, Arschlecken 53, 6 oder was? Mach 6 cm. Da willst du da nicht kurz. Kannst du auch 6,5 anschreiben? Wie macht die Kollegin eigentlich fertig? Guck ich da rechts hin. Hier wird die Zapfentiefe eingestellt, die ist jetzt auf 6. Ja. Also fahren wir sie jetzt in Grundposition. Ja, klar, wie da eigentlich schon völlig geil, wa? Alles dann ist los. So ein geiles Maschinen-Sexy, oder? Nur mal einen Zentimeter machen. Da wissen wir doch, ob wir noch irgendwas ein bisschen nachsüßen. Ich sage ja immer, Hauptsache, man ist so viel, aber ich bezahle Arbeit, wa? So, wir machen das mal ganz kurz. So. Ich hoffe, es geht. Wie war das mit den Armen da oben? Die brauchst du? Das ist schief, oder? Selten! Selten! Ja, machen wir uns jetzt nochmal das Probestück. Einfach mal zu schauen. Ja. Das meine ich nämlich. Du hast jetzt hier 15. Hier sind wir bei 11. 11,5. Müsstest den jetzt minus... Mach mal 4 mm, dass du bei 12,1 bist. Der ist ja bei 12,5. Mach mal 12,1. Das ist ja krass. Das heißt, eure Zapfenlöcher sind wie lang? 7. Wir haben jede Seite 1,5 abgesetzt, Zapfenloch. Ja. Das ist schlimmer, als wenn du alles nochmal nacharbeiten musst. Naja, aber nee, hast du 1,5 haben wir die abgesetzt, jede Seite. Ja, ist also jetzt. Jetzt ist die Seite 1,5 und die ist 1,1. Deswegen habe ich gesagt, mach mal noch 4 mm weiter rein. Und sagst du es rausgekommen aus dem Loch? Aus dem Loch. Wieso, Mann? Ist die nicht zu Winter? Nö. Nö. Wenn du es auf machst 12,0, da hast du 1 mm Platz eventuell. Ich weiß ja nicht, ob ihr mit Millimetern rechnet oder mit Zentimetern. Wir sind froh, dass wir aufs Frühstück bleiben. Na! Nee, Sebastian. Also, brauchen wir jetzt kein Muster mehr machen? Nö. Ihr könnt jetzt freiweg arbeiten. Einer fährt den Bus wieder raus, dann kann ich mir meine Schalung wieder reinholen. Mach erstmal meine Schalung. Das könnt ihr das selber machen, dann sind wir zerschätzt. Nee, alles klar. Machen wir doch. Wie? Geil, wir machen das. Na, ihr werdet auf den Knopf drücken können. Das machen wir. Aber nochmal eine kurze dumme Info. Oder wir machen das anders. Einer macht das jetzt. Wir müssen halt die Kopfbänder suchen. Mache jetzt den Kopfbänder hinauf. Du bist der geilste Typ der Welt. Habe ich das schon mal gesagt? Ha! Doch, ich kann keine Maschine benutzen. Leck mich am Arsch, ne? Flugrad hätte gesagt, ich glaube, das ist ein bisschen.
sogar hier. Alter. Ja. Ja. Hä? So, das Seite. Ganze jetzt noch 7 Mal. Und dann haben wir unsere Koppel noch gehabt. Ja. Laut, wa? Was? Laut! Versteht ihr nicht, die Musik ist so laut! Ja. Ja, ganz neue Busse her und der Dackel hatte seine Wahl. Muss so sein, das ist sehr ungemütlich kalt hier drin. Ja. Das liegt wahrscheinlich daran, dass man sich bewegt hat, weil wir gequatscht haben. Ich habe auch nicht so eine schöne Öben. Das stimmt allerdings. Liebe Grüße gehen raus an der Ofenseite.com. vielen Dank, René. Gerne. Aber ihr seht ja selber, so eine Maschine ist halt eine extreme Arbeitserleichterung. Ich dachte mal, in der Werkstatt hätte man es bestimmt einen Tag gebraucht. Jetzt 3 Stunden. Bei eurem Arbeitstempo, ja. Ja, wir können auch noch langsam. Ja, tatsächlich. Danke, René. Gerne. Cool. Ich liebe diese Menschen. Später! Damit tun wir Löcher ausstellen. Hier ist der Anschlag, stellst du ein, wo du dein Loch hin haben willst. Nicht? Natürlich mittig vom Holz, dass das alles passt. Ja. Hier ist ein Tiefenbegrenzer für die Tiefe. Wir machen ja einen Bohrzappen, also machen wir 7,5. So, jetzt haben wir das eingestellt. Wie ihr seht, 14 Kette habt ihr hier, euer Maß, da, 14 also Kette, 15 Kette sozusagen. Mit dem Parallelanschlag. Ja. Und das ist der Abstand dann hier, von hier bis zur Kette. Ja. Haben wir 5. Ja, stellen wir das Ding auf 5 ein. Und dann sollte das mittig laufen und dann rabbelt sie lang hin. Also ein bisschen Spiel hat das Ding, macht 4,1 oder sowas. Also es geht dann nicht, also es geht nicht. Und wie gesagt, hier tust du deine Tiefe einstellen. Musst du dann halt messen, mal zack. Ja, das ist halt auch schon, wie gesagt, so eine gebrauchte Maschine. Ja. Ja. Und hier mit der Kette fräst du das raus, wenn du mal scharf ist. Weißt du? Ja, weißt du. Wie? Und jetzt ohne Ton? So, guck den, schau zu. Ich höre immer auf, weil ich das Rausreißen nicht mag. Weißt du? Beim Hochziehen wieder. Das kann man jetzt zweideutig sehen. So, und fertig ist dein Loch. Okay, hier passt der Tappen drin. Sollte reinpassen. Ja, wieso Feuerholz? Ey, das wird eine Eule. Dann wird's ein Pilz. Nee, ich nicht. Dann wird's eine kleine, dicke, fette Eule. Soll ich sie schreiben? Soll ich sie selber schreiben? Oh, das geht nicht sauber. Das geht richtig sauber rein. Das ist schön. Oh, das ist gut. Aber wir reden ja immer noch von deiner Schwester. Die saugen gut geht, das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. So, pass auf, wir haben ja jetzt, wir sind jetzt wieder back in town und ich muss sagen, ich bin gerne hin. Ich bin wirklich gerne hin. Meine Werkstatt. Warum kosten, sind wir ja nicht mehr? Ne, ich nicht, ne. Ich freue mich jeden Tag, wenn es halt Piero ist. Das hab ich auch gerne. Oh, guck mal, es ist gerade erst eine Insel. Oh, so eine Insel, ich würde gerne die Säcke rausstellen. Ja. So, passt mal. Ihr habt also sauber hier den Hut, dachte ich, ist so schlecht. Was denn? Nee, gut. Auf mein Hut.
Der Zug hat keine Bremse. So, jetzt habt ihr ihn. Runtergehen. Kennst du das nicht, das Lied? Lorenz Büffel ist es, glaube ich. Das geht ja nicht, dann würde er jetzt auch gar nicht fahren. Dann würde er durch die Kontrolle ja. Der rollt ja sowieso. So, passt auf. Jetzt haben wir. Guck mal her, können wir mal eintippen. Oh. Mein Dreiger. Oh, so laut ist das? Waldra. Das ist Russisch? Gibt's nee. Das noch? Ich weiß nicht, was Waldra ist. Wollen wir den jetzt an? Hier kommt ein neues Stall. So, passt auf. Halt mal. Das ist Q7 oder was noch? Ja, so, jetzt kommt hier. Jetzt kommt hier die Säule. Die können wir einholen. Ja, ist. Hol doch gleich die Richtige. Wir haben doch mal eine Arbeit für den Löcher finden. Also, Fällt fällt das nach rechts ab? Dann sollte. Das. Zwei sein, oder? Wollen wir mal gucken, weil ich leider abfertig bin. Tatsächlich ist das. Das siehst du auch bei 1,5 Grad. Ich sehe das. Das fällt auch so, aber du hast ja das halt andersrum ab. Nein, das fällt nach hinten. Mensch, das kannst du da halten, ich dachte, von welcher Ansicht du das siehst. Ja, die haben ja alle unterschiedliche Höhen. Also von der kann nicht sind das. Also, mit egal. Es geht doch jetzt bloß um zu zeigen, wo. Ach, das hin muss. Klugscheiß. Du kannst danach aber wieder alles aussortieren. Ne, du musst ja. Das ist ja sowieso deine Dings. Ja, pass mal. Und hier kommt dann die Säule rein. Das passt ja sogar noch. Scheiße. Also, das passt sogar hier. Ja? Guck mal! Was? Also, wie wir jetzt den Zappel noch stemmen, das habt ihr nur mittlerweile gesehen. Ja? Damit aber der wertvolle Content in diesem Video auch rüberkommt, ja? Und hier am Ball bleibt, nicht? Kann mich so nicht verstecken. Doch, mach mal, es ist großartig. Wir haben vor dem YouTube geguckt, ja? Um zu denken, wir können ja noch was lernen. Ich will gar nicht lernen. Hoho, das Brett hat geschmisselt. Was mache ich denn jetzt? Hoho, Mensch, der böse Baumark. Hoho, fickt euch alle. Kannst du dir das angucken? Ich nicht. Ja, weil das fachlich. Auf jeden Fall. Oh, guck mal, das hat ja am Südhang gestanden. Leck mal es rein. Eimer, da liegt es gefallen. Oh, guck mal. Der Ast. War vielleicht doch nah an der Kirche gebaut. Da stand eine Ziege. Alle meine Macke haben. Da stand eine Ziege. Oh ja, und die hat gegen den Wind gepisst. Ja, das Fell war leicht dreckig an der einen Stelle. Meine Fresse. Kann ich nicht. Wenn ihr jetzt immer noch Kooperation mit uns haben wollt, dann wendet euch bitte an www.. An wen? Aber das ist jetzt, wir hatten ja vorhin das Thema, was können wir denn besser machen, um unseren YouTube-Kanal zu verbessern. Ich bleib einfach so, wie ich bin. Ja, wir versuchen, guten Content zu machen. Und wenn nicht, ist auch scheißegal. Ja. Genau, wenn es nicht gefällt, abschalten. So. Jetzt habe ich jetzt lachen Luft rausgelassen, ja, oder? Jo, ein Ende nur vom Lied jetzt. Haha, das hat geschissen. Jetzt hat er Nebenluft gezogen. Das ist so großartig, so scheuer. Oh, das war doch ähnlich, oder? Das war genauso. Wir sind jetzt gleich, wir müssen uns erst noch ein bisschen artikulieren, weil das ist sonst alles nicht in Ordnung. Deine Frau ruft ein. Ich hoffe, das war Papa, mein Baum hat das falsche Brett bestellt. Ich habe ja nicht den Mobbing, aber dann nur auf dem Mobbing so richtig sitzen. Zu Recht. 9 von 10 Mitarbeitern haben kein Problem mit Mobbing. Ja.